Kaum zu fassen, aber vor 4 Jahren habe ich bereits das erste Worms Let's Play gemacht. Mit Worms Reloaded hat alles angefangen und so heiße ich euch sogar nach 4 Jahren noch einmal willkommen, alle Jahre wieder, zu einem neuen Worms Projekt. Nach Reloaded und Revolution und Clan Wars gibt es dieses Jahr VMD und ich freue mich sehr drauf. Ich habe tatsächlich super kurzfristig erst davon erfahren. Zum Glück, sonst wäre ich ja nur unnötig hyped gewesen. Und nachdem ich gesehen habe, dass ein neuer Worms-Teil draußen ist, habe ich mir gedacht, komm, die Tradition musste fortsetzen. Jedes Jahr ein Worms-Teil. Easy! Und ja, das ist es. Worms, VMD. Und wir werden mal wieder den Singleplayer-Modus spielen. Das heißt, wir werden die Kampagne spielen. Wir werden eventuell den Herausforderungsmodus machen. Vielleicht auch hier diesen Bonus-Part. Ich habe mir das alles noch nicht angeguckt. Ich habe mich null über dieses Spiel informiert, weil ich mich ja sowieso dann auch überhaupt gar nicht erst spoilern lassen wollte. Selbst wenn ich gewusst hätte, dass ein neuer Wormstall draußen ist. Und wir werden heute in dem ersten Part uns selbstverständlich mit dem typischen Tutorial beschäftigen. Ich muss ja auch wieder reinkommen in die ganze Worms-Thematik. Mal gucken, was das neue Worms kann. Ich habe keine Ahnung. Lass uns gemeinsam sehen. Und ich sollte dringend meine Lampen anmachen, sonst haben wir ein Greenscreen-Problem. Warum habe ich da nicht dran gedacht? Oh. Okay, ich spiele das Ganze mal wieder mit Controller. Damn, habe ich einfach total vergessen, mein Licht anzumachen. Gehe mit dem hier. Ja, das macht irgendwie Sinn. Können wir auch ranzoomen? Ja, bewege die Kamera. Sehr schön. Zoome heran und Oh, wie schön. Sehr gut. So, springen ist immer noch auf A, das ist sehr gut. Alles Gute kommen wie immer von oben. Also sieht erst mal vom Design her schon wieder sehr hübsch aus. Also es ist wieder ein klassischer Worms-Teil, nicht so wie Revolution, diesen 3D-Teil. Okay, Sprünge funktionieren auch alle noch so. Was sollte ich sonst machen? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Oh, what? Man kann in das Gebäude rein. Oh. Hübsch, Waffenkiste mit B wieder. Wir haben unser geiles Ninja-Seil. Zielen funktioniert hier und Schießen ist mit X. Okay, alles klar. So, funktioniert eigentlich immer noch so, wie man sich das von einem Worms-Teil wünscht. Fallschirm öffnet sich eh automatisch. Nice. So, was müssen wir abschießen? Oh, gar nichts. Jetpack. Das gute alte Jetpack. Ah, und das müssen wir jetzt letztendlich dann irgendwie kaputt machen. Huch, jetzt habe ich aus Versehen gedrückt. Aber ich glaube, wir haben unendlich hier. Ja, nice. Ah, Mann, aber jetzt bin ich natürlich an der Egal! Zwei Medaillen, zwei Achievements. Läuft. Ich muss natürlich das schneller machen. Ich habe jetzt gerade nicht so ganz gerafft, um was es da geht. Ja, wir machen das nochmal fix. Sag mal, kann ich die Maus hier irgendwie mal ausblenden? Das ist irgendwie ganz irritierend, wenn man mit Controller spielt. Ehrlich gesagt. Bin ich nicht immer früh mit X gehüpft und habe mit A geschossen? Ich bin fast der Meinung, es verwirrt mich ein kleines bisschen. Aber gut, es gibt Schlimmeres. Ich werde mich bestimmt umgewöhnen. Guck an, jetzt ist die... Nee, der Mauszeiger bleibt immer da. Der ist ein bisschen nervig. Ich werde... Ach, guck mal, ziehen kann man so aber auch. Na, schön. Ich werde den vermutlich dann einfach für euch ausblenden. Ich kann den ja für euch ausblenden. Der ist dann für mich zwar da, aber ich kann mitleben. So, freiwillig loslassen geht auch immer noch. Also gleich die Mechaniken wieder rauskriegen, dass wir das so schnell wie irgendwie möglich machen. Alles klar, kein Problem. So, jetzt schaue ich mal, dass ich das für euch hier ausblende. Denn aus irgendeinem Grund, jedes Mal, wenn ich den Mauszeiger in irgendeine Ecke setze, um zum Beispiel zu sagen, jo, ich will das gar nicht sehen, dann aus irgendeinem Grund kommt es wieder in die Mitte. Keine Ahnung. Neue Belohnung. Glückwunsch. Was ist das? Ich möchte das nicht anlegen. Ich habe nämlich ein Team schon erstellt, mit dem wir die Singleplayer-Kampagne spielen werden. Ist ja wohl irgendwie selbstverständlich. Aber davor ist es noch ein weiter Weg, den wir über das Tutorial gehen müssen, weil ich weiß ja, dass die Worms-Spiele immer sehr anspruchsvoll sind. Dementsprechend müssen wir da erstmal gucken. Zerstöre alle Ziele. Alles klar, wenn sonst nichts ist. Ja, ich bin dabei. Oh, auf der anderen Seite. Ah, ich glaube, wir haben das immer noch so ein bisschen drauf. Ja, oh, der ist schwierig.
Oh, der ist ein bisschen anspruchsvoller. Eieiei. Ah, ist halt immer noch zu fest, oder? Ne, es reicht. Nice. Gut. 30 Sekunden hätte ich für Gold brauchen müssen. Ich habe es jetzt in 26 geschafft. Ich glaube, damit können wir leben. Ich habe gelesen, es gibt etliches Neues hier in diesem Worms-Teil. Hab aber mich, wie gesagt, nicht eingelesen, weil ich mich überraschen lassen wollte vom Spiel. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht geguckt, ob meine Kameraperspektive gut ist. Ich werde mal aufs Bild gucken. Nicht, dass ich euch irgendwas verdecke oder so. Schauen wir mal. Die Zeitanzeige ein bisschen. Ah, und die Windanzeige, ja. Die glaube ich, wollt ihr schon ein bisschen sehen. Warte mal, kann ich schnell Pause machen? Ja. Oder auch nicht. Ups. Ich glaube, ich werde das wechseln. Ich gehe mal hier ein bisschen so rüber. Weil ich glaube, dass ihr es bestimmt auch nicht uninteressant findet. Wo sind wir? Was müssen wir machen? Hä, was? Was ist das denn? Oh! Holy! Oh, was ist das denn? Yo! Scharfschützengewehr? Steige aus. What? Das ist neu. Also sowas gab es so gesehen noch nicht. Okay, jetzt muss ich das Ganze... What? Okay. Das ist definitiv neu. Ich glaube, so, das hatten wir auch noch nicht. Oh, holy shit. Schnell, 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 schnell. Alter, wie viele denn noch? Hallo? Oh, crap. Oh, das da oben habe ich nicht... Nein. Ach, verdammt, das da oben habe ich natürlich nicht gesehen. Okay, nochmal. Das können wir besser. Neustart. Kenn ich nix. Habt ihr da auch gerade ein schwarzes Schaf gesehen? Oh, jetzt schwarze Schafe. Alter, das mit dem Scharfschützengewehr finde ich mehr krank. Das hat ja schon beim Schießen übel. Hauptsache da oben ist eine heilige Handgranate. Das hat ja schon beim Schießen übelsten Impact, ne? Also hier ist es irgendwie gar nicht so leicht, die Kontrolle zu behalten. Über das Teil. Aber ich glaube, wir machen das jetzt gerade deutlich besser. So, jetzt gleich den da oben. Easy, no look. Sehr schön. So, dann weiter. Denn es scheint ja auch irgendwie Level zu geben. Also, so wie ich das sehe. Oh, Totenschädel. Also, ich glaube, ich schalte damit zum Beispiel neue Grabsteine und sowas frei. Und neue Fanfaren und keine Ahnung und sowas. Denn es gibt jetzt irgendwie Level-System und... Da beschäftigen wir uns, glaube ich, nach dem Tutorial mal ein bisschen damit. Heute in diesem Part, in diesem ersten Part geht es einfach nur um das Tutorial. Und erst danach werden wir uns mit dem Rest des Spiels, also mit dem Kampagnenzeug beschäftigen. Ah, ich glaube, da gibt es jetzt erstmal nichts zu meckern. Oh, doch, da gibt es was zu meckern. Ja, das ist okay. So, Gott sei Dank haben wir ein bisschen Worms-Erfahrung. Oh, das ist sehr bitter. Oh, das hat sogar gezählt. Oh, dann hat das ja... Ups, das ist zu weit. Das hat nicht lang genug. Dann hat das ja einen ganz schönen Impact hier. Ah, das hat schon einen ganz schönen Impact. Holy moly. Hat es für Gold gereicht? Ich habe ehrlich gesagt nicht hingeguckt. Easy. Okay, es hat um 1,5 Sekunden gerade so gereicht. Na schön. Okay, Panzer? Hast du gerade Panzer gelesen? Was kommt jetzt? Zerstöre die Ziele und sammle die Kiste ein. Ready. Betrete Panzer. What? That's better. Getting stronger. First blood. Huch, ich habe mich selber abgeschossen. Spring. That's better. What? Sehe ich das gerade richtig? Wir können erstens mal Panzer fahren im neuen Worms und können auch mit dem Panzer springen. What the hell is going on? What? Okay. Das macht mich fast... Yo, es gibt halt auch... Gibt es auch rückwärts? What? Okay. Das habe ich nicht kommen sehen. Oh, oh. Oh, es war knapp. Yo!
Ja, ist okay. Okay, und OP. Oh Gott, da drüben auch noch. Heilige Scheiße, was machen die denn da? Ich sehe nichts. Hallo? Was lebt noch? Hallo? Ach, das war's. What the fuck? Nein, ich habe nicht allen Ernstes 1-2 gebraucht. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Na, ihr kennt mich, ja? Oder ihr kennt mich vielleicht auch noch nicht. Kann es sein, dass das Spiel ganz schön laut ist? Wartet mal. Ja, das Gefühl, das Spiel ist fast ein Ticken zu laut. Zumindest so während eines Panzersegments. Kommt mir das extremst laut vor. Ich habe das ja leider nicht wirklich testen können, weil ich es jetzt gerade zum ersten Mal anmache. Weil ich ja wollte, dass ihr jede Reaktion quasi live erlebt. So, und hepp. Ah, verdammt, das hat noch nicht so ganz funktioniert. Aber das funktioniert. Okay, das finde ich alles bisher gerade. Es kommt unerwartet, sagen wir es so. Oh, scheiße. Interessantes System, aber klar, ne? So an sich denkt man sich, Worms kann sich nicht neu erfinden. Ja, was soll ich sagen? Also eigentlich kann sich Worms schon nochmal ganz gut neu erfinden. Jetzt habe ich aber alles. Ja, nice. Okay. Ja, siehst du, wenn man 10 Sekunden schneller das machen kann, dann macht man das auch. Mal gucken. Es läuft im Übrigen wieder so wie bei allen Worms-Teilen. Ich werde ihn so lange spielen, bis ich Spaß, wie ich Spaß daran habe. Und das ist das 1920er-Mädchen. Ah, also neue Voice-Over. Aber es gibt das beste Voice-Over ever. Angehende Streamer. Das sind wir natürlich, unser Team. Angehende Streamer. Das wird super lustig. Aber das ist natürlich noch das Tutorial-Team. Da zählt das logischerweise noch nicht. Zerstöre die Ziele mit der Schrotflinte. Alles klar, Schrotflinte-Erfahrung sollten wir auch noch haben. What? Okay, nicht ganz. Offensichtlich nicht ganz. Ja, ich move ja schon. Unser Buddy ist ready. Mein neues Worms. Believe me. Alter, das ist ganz... Wow. Ich würde sagen, es ist hier kein Sniper, was wir hier mal haben. Oh, really? Okay, das war knapp. Hier müssen wir springen. Lauf! Wohin? Machst du? Ich habe noch ein paar Sekunden. Nein! Ist das wahr? 0,59? Are you kidding me? Okay. Nee, also 0,59 können wir erst recht nicht auf uns sitzen lassen. Ich war natürlich am Anfang gerade etwas langsamer. Alter, es ist voll ungenau. Okay, ich weiß jetzt, dass ich zum Beispiel darüber muss. Dann kann ich das deutlich schneller machen. Oh nein. Den da drüben vergessen. Das kostet Zeit. Das kostet Zeit. Ist klar. Oh, bin ich jetzt zu weit nach oben? Ja. Komm schon. Ah, easy. 4 Sekunden gehabt, alles gut. Nicht unnötig Druck hier machen. Außerdem scheint es sich ja zu lohnen, wenn wir alles auf Gold machen, weil wir die ganze Zeit neue Sachen freispielen. Also ist das ja okay. Vielleicht sind ja Sachen von den neu freigespielten Sachen auch irgendwie ganz geil, die wir noch ins Team übernehmen. Habe ich das gerade richtig gesehen, dass wir jetzt auch noch Max haben? Was bauen die denn dieses Mal alles ein? What? What the hell is going on? Oh oh. Gleite. Okay, das mit dem Gleiten hat nicht mehr so ganz funktioniert. Oh. Okay, alles klar. Okay, das muss man natürlich auch erst davor wissen. Ich sollte mir vielleicht angewöhnen, mit Analogstick zu spielen. Ja, das kann ich jetzt natürlich nicht mehr schaffen, weil ich ultra langsam war. Geht das auch mit der Taste? Es geht offensichtlich nur mit der. Okay, kann ich neu starten? Ich habe es gerade abgefuckt, weil ich es nicht wusste. Das können wir natürlich schneller. Das ist die Frage, was ist eigentlich schneller, laufen oder springen? In dem Fall sah es mir aus wie springen, aber lassen das mal so stehen, ne?
So, guck mal, wie schnell man das machen kann, wenn man weiß, was man tun muss. Oha, das mit dem Mac ist ja auch eine sehr interessante Geschichte. Was die alles machen. Oh Gott, wohin, wohin, wohin? Okay, alles klar. Okay. Nice. Gut, dass das Tutorial spielt. Es scheint ja übelst viel zu geben. Oh Gott, da war der goldene Esel. So, Luftangriff. Luftangriff läuft eigentlich auch immer. Das sollten wir hinkriegen. Mal gucken. The Sheep and the Worm. Oh, herrlich. Oh, ich freue mich so. Ich bin echt mega gespannt. Die neuen Mechaniken scheinen ja eh schon super interessant zu sein. So, easy Luftangriff. Ja, bester. Best Aim EU West. Tja, easy. Wir müssen jetzt aber die Dinge umschalten. Ich glaube, so geht das. Das müsste klappen. Ah, ja, es reicht. Okay. So, man muss ja da auch mal ein bisschen berechnen. Oh, das war nicht gut berechnet. Nein, das war nicht gut berechnet. Dammit. Schneller, schneller, wir brauchen Gold. Oh. Schieße mich jetzt nicht selber ab. Oh, der muss sitzen, sonst wird das kein Gold. Oh, nö, ehrlich? Verdammt. Nee. Natürlich wieder 2 Sekunden an Gold vorbei. Also darfst du hier keinen Fehler machen. Doch einen darfst du machen. Ich habe 2 Fehler jetzt theoretisch gemacht. Wobei Fehler ist halt jetzt hier so ein relatives Wort. Okay, ich muss die Kamera nicht mitsteuern. Ich dachte gerade die ganze Zeit, ich müsste die Kamera mitsteuern, aber muss ich wohl nicht. Soll wohl so sein, dass man es recht knapp sieht. Okay, hier muss ich aber die Kamera ein bisschen steuern. So, hier hat das gerade auch geklappt, ne? Einer geht da oben hin, das ist aber okay. So, jetzt schauen wir mal, ob wir den da oben treffen. Den einen haben wir nämlich gerade offensichtlich nicht getroffen. What? Das war ja noch schlechter als gerade. Nee, das kann ich nicht mehr schaffen. Okay, Neustart. Wie soll ich das denn hinkriegen? Die sind doch viel zu weit auseinander, voneinander entfernt, oder nicht? Habe ich irgendwie einen Hinweis übersehen, was, dass ich eine bestimmte Mechanik nutzen soll? Ja, ich move ja schon. So, das hier ist ja okay. Das ist, hat ja ein bisschen Radius. Ja. Sagt ihr hier irgendwas anderes? Nee, ne? What the fuck? Wie soll ich denn das hinkriegen? Siehst du, die sind viel zu weit auseinander. Weiß nicht, ob es sein soll, dass man das zweimal macht. Vielleicht, ja, weil das glaube ich, geht mit einem sehr guten Schuss. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Nein. Ja, doch. Okay, nice. Ja, dann muss ich da wahrscheinlich zweimal sogar es machen. Ich glaube, da war einfach der Abstand ein bisschen zu groß. Okay. So, Luftangriff ist auch klar. Jetzt kommt Heli. Was? Jetzt sag mir bitte nicht, ich kann auch noch über die Welt fliegen dieses Mal. Was haben die denn für viele neue Mechaniken eingebaut? Mega gut. Und jetzt ziehen und zerstören die Kisten ein. What the fuck? Okay. Das ist irgendwie verrückt. Okay, lässt sich auch gar nicht so leicht steuern, wenn ich ehrlich bin. So, schnell runter, schnell runter, schnell runter, schnell runter. Läuft. Oh! Jetzt komm schon runter! Ach du Scheiße. Okay. Hoch. Oh weh. Nee, ist gar nicht so leicht, wie es aussieht. Okay, und feuern. Okay.
Dann wächst ja überhaupt gar kein Gras mehr. Aber immerhin, direkt Gold für den ersten Ding erwischt. Weltrekord war bei 22 Sekunden. Ja, nee, ist klar. Ne? So, das, oh, das weltberühmte Schaf. Gibt's was Besseres als ein Schaf? Ich glaube nicht. Ja, das Superschaf! Natürlich. Okay. Zerstöre die Ziele mit dem Schaf. Easy. Lasse los. Oh, das Schaf. Boom. Ach, ist das schön. Bring. Bring. Jawohl! Jetzt ist es da unten. Oh Gott, wie kriegen wir das denn hin? Ich glaube, wenn, solange es automatisch immer so springt, wie ich hoffe, dass es springt. Ja, dann easy. Ich kann mich nicht bewegen, also ich muss es... muss damit warten. Es müsste dann das vorletzte Schaf sein, sonst glaube ich, wird sich's goldtechnisch nicht ausgehen von der Uhrzeit. So, und Sprung. Oh, oh nein. Was machst du da? Wow, okay. Wow, was ein Radius. Nice, Trainingstag. Neues Achievement bekommen. Vielleicht ist es auch dieses Jahr so gut, dass ich zum Beispiel alle Achievements holen werde oder alles spielen werde. Keine Ahnung. Worms Clanwars fand ich ja nicht so gut tatsächlich. Oh, jetzt kommen die Profisachen. Heilige, gibt's da viel. Na, wir haben Zeit, oder? Ich glaube schon. Worms Clanwars fand ich nicht mehr so gut. Da haben wir damals auch nicht so viele Parts gemacht. Hier mal gucken. Jetzt auch zum ersten Mal ja dann Worms im Stream. Ah, oh, Bazooka-Schüsse werden vom Wind beeinflusst. Oh, ein bisschen fester noch. Ah. Oh oh. Ups! Das hat keiner gesehen, oder? Da hast du keiner gesehen. Ja, der ist gut. Der sollte reichen, okay. Ja, das ist nämlich gar nicht so einfach. Noch ein bisschen fester. Aber der ist sehr nice sogar. Oh, wir haben, ich sehe gerade, wir haben Rückenwind. Yo, easy. Wenn man es mal sieht und weiß. Okay. Hier auch wieder entgegensteuern. Nicht so fest. Bisschen fester. Okay. Yo, der ist, na, na, das ist sogar ganz gut gewesen. Ah, yo, Rückenwind. So, und dann ganz schnell nach unten. Sehr gut. Wo sind wir? Hallo? Oh, noch einer. Ah, scheiße, Gold ist schon vorbei. Oh mein Gott, den Jeffy im First Try und wir sind um eine Sekunde dran vorbeigeschrammt. Ah. Ah, okay, 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 okay. Nochmal. Gerade das mit dem Wind ist sehr, sehr, sehr gut, wenn wir das jetzt wieder lernen. Ja, siehst du mal, das ging auch schon deutlich schneller. Jawoll. Ah, warte, warte, wir haben Rückenwind. Hab ich schon getroffen. Huch. Jetzt läuft sie direkt. Oh, Rückenwind. Nevermind. Na, komm schon. Nice. Oh, der war perfekt. Ah, und den wieder im First Try. 28 Sekunden. Hallo? Das kann gar nicht so schlecht gewesen sein. Sehr schön. So, Profi-Fallschirm. Oha. Um die Fallschirm-Skills. Das kriegen wir ja wohl auch noch hin. Er ist eigentlich eher mit seinem komischen Dacko auf dem Kopf. Oh, schönes Level-Design hier. Okay, macht natürlich Sinn, wenn wir Fallschirm spielen. Muss ich noch ausrüsten? Nee, offensichtlich nicht. Muss ich... Wird das richtig verstanden, dass ich die alle einsammeln muss? Ich muss erstmal raffen, was geht. Ha, hallo, hallo? Ne, stürzt einfach ab. Nein! Okay, ich muss es offensichtlich noch einen Ticken schneller machen. Komm, jetzt. Ja. Ja. Nice. Oh.
Warte. Wir sind... Nein! Oh nein! Starttaste, hallo? Wie wär's? Neustart? Nein? Oh, das ist tatsächlich jetzt ein bisschen anspruchsvoller. Nein! Ah, ich hasse es, wenn er den automatisch anmacht. Oh, das war die falsche Taste. Wollte springen, aber aus irgendeinem Grund bin ich springen mit X gewöhnt. Ich weiß auch nicht warum. Okay. Jo. Jo. Sitz passen hat Luft, oder? Ich glaube, es wäre schneller, wenn wir... Egal, das müsste reichen. What? Es geht noch weiter? Oh, what? Okay, wow, du musst es in einem Rutsch scheinbar schaffen. Holy moly. Ach, Kacke. Ja, das kostet zu viel Zeit. Ah, das kostet zu viel Zeit. Wow, okay, das ist anspruchsvoll. Hält mir. Okay, so, so, so. Bin für den einen halt zu langsam. Ah, okay. Ich kann das schon schaffen. Ja, so ist gut. So ist gut. Okay. Haben wir. Haben wir. Haben wir. Ist. Oh, 0,41 Sekunden. Das war knapp. Das war knapp. Egal. Gold. Sind schon auf Level 10, Mann. Game Show. Ah, Game Show, das sind, glaube ich, die Siegerhymnen. Würde Sinn machen. Geschützturm, Profi. Mal schauen. Was uns jetzt hier erwartet. Ah, zerstöre die Ziele, jo, ist klar soweit. So. What? Was ist das denn? Flammenwerfer? Holy shit. Ach so, das bleibt einfach aktiviert. Ich muss gar nicht da unten drücken. Oha. Hallo, aussteigen, aussteigen. Wow, Flammenwerfer. Mörser. Ja, übertreibt halt einfach mit euren Methoden. Holy shit. Komm, 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 komm. Ich habe nicht so viel Zeit. Schieß! Schießen? Wollt ihr offensichtlich nicht. Okay, das dauert ganz schön, bis er nachlädt. Oh, shit. Ganz knapp vorbei. Ja. Oh, Mann. Ich glaube, das geht jetzt schon gar nicht mehr. Der hätte so treffen müssen. Das war ja wohl ganz eindeutig ein RNG-Effekt. Wow. Habt ihr gesehen, wie knapp es war? Ich will wissen, wie weit es noch geht. Alter, really? Deswegen probiere ich die jetzt noch zu Ende zu spielen. Ey, wie man es halt einfach nicht trifft. Oh, das wäre wirklich schon vorbei gewesen. Na schön. Ups, jetzt habe ich auf Fortfahren gedrückt. Nein, das einmal Silber, das geht ja natürlich gar nicht. Wie sieht denn das aus? Das heißt jetzt, ich weiß im Übrigen nicht, ob bei der Kampagne auch sowas wie mit Gold zu erreichen ist. Das werden wir natürlich dann wahrscheinlich nicht alles machen. Aber zumindest das Tutorial würde ich schon ganz gerne mal so professionell wie möglich abschließen. Boah, hat das eine Mal jetzt echt nicht getroffen? Okay. Aussteigen. Ja. Hallo, ich sehe nichts. Warum schaltet die Kamera einfach runter? Hallo, lass das! Könntest du das bitte lassen? Ich will nicht sehen, wo die Mörserteile hinfallen. Ich will sehen, wo ich hinschieße. Danke. Hab ich gar nicht gedrückt? Egal, never mind. Komm, 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 wir schaffen das. Oh fuck, das wird zu hoch. Muss ich es halt ganz weit außen lassen. Jetzt habe ich den ganz oben nicht erwischt. Oh, was? Auf was für ein Pixel lebt das Teil? Na, come on. Geht doch. Okay. Sauber. So, ja. Jetzt kann ich damit leben, mit Gold.
Ich habe gehofft, dass wir das total in einer halben Stunde durchballern. Wenn wahrscheinlich 40 Minuten werden. So, Jetpack. Jetpack konnte ich eigentlich immer. Ich hoffe, das wird sich hier nicht ändern. Mal schauen. Geil. Also sieht, also vom Design her gefällt es mir bisher sehr gut. Okay, mit Fallen jetzt offensichtlich. So, mit Fallen. Das heißt, wenn du zu lange brauchst, das einzusammeln, dann wirst du gerippt. Ah, und endlich Jetpack ist so OP. Oh. Okay, I see what you did there. Naja, ich sag doch Jetpack habe ich drauf. Ich sag doch Jetpack habe ich drauf. 40 Sekunden schneller im First Try, bitte. Sehr gut. Naja. Und Level 11 offensichtlich. Die Zukunft. Müsste auch ein Grabstein sein. Wir gucken mal. Ob wir vielleicht noch das eine oder andere ändern, was ich jetzt schon eingestellt habe. Ich glaube, gar nicht mal großartig. So, Granaten jetzt mit Profi. Mal gucken. Okay, wo ist der erste? Okay, alles klar. Zündung, 4 für 5. Okay, alles klar. Nein. Jo, passt. 4 Sekunden hätten gereicht, aber das ist in Ordnung. Ich glaube, das ist Meckern mit hohem, auf nur hohem Niveau natürlich. Ja, der ist ja mal perfekt. Ja, geil, Alter. Nein. War fast perfekt. Okay, war fast perfekt. Ein bisschen zu fest. Ein bisschen zu schwach. Oh, ich sehe jetzt nicht. Genau. Oh, der ist wahrscheinlich wieder zu fest, ne? Ah, komm schon. Was ist, wenn die Kamera wieder zurückswitcht? Ich glaube, ich muss einfach so weit rauszoomen, dass ich dauerhaft sehe. Ach, wirklich? Oh mein Gott, jetzt wird's peinlich. Erstens so gut erledigt. Ich glaube, weit rausgezoomt. Ich meine, ich finde es schön, wenn man es sehr nah sieht, aber in dem Fall muss ich ganz ehrlich zugeben, ich muss auf 4 Sekunden. Macht es Sinn, weit rausgezoomt zu haben. Ja, deswegen muss ich es auf 4 Sekunden lassen. Ach, shit. Damit das so schön ausschaut. Dachte, ich könnte es mitnehmen. Na, jetzt, komm schon. Hat immer mal das besser gemacht. Jo, passt. Und dann gleich mal da oben reinschießen. Und den schaffen wir diesmal im First Train. Ja, siehst du, wenn man ein bisschen was sieht, dann geht das schon auch. Oh, hier müsste ich, muss ich die Sekunden anzeigen. Alter, 6 Sekunden gibt es jetzt erstmalig. Echt jetzt? Zu langsam? Nicht so. Ja, ne, ich muss das so machen. Okay, nice. Hier so 2 Sekunden, oder? Oh, wunderschön. Ne, da glaube ich, gehen wir auf 3 rauf. Jo. Oh, wow, der ist ja mal gemein. Ah, fast perfekt, Mann. Na, irgendwie so, ja. Okay, noch eine Sekunde länger. Scheiße, ich bin schon, übelst über der Zeit. Ah, wenigstens nicht noch auf Bronze runtergerutscht. Das wäre nicht so schön gewesen. Aber, naja, gut, es sind 15 Sekunden, die ich verbessern muss. Wir probieren es mal. Nee, was hatten wir gesagt? 4 Sekunden brauchen wir hier eigentlich, ne? Aber es geht bestimmt auch mit 3. Sehr schön. Nein! Ach! Na, jetzt wäre ich dann nervös. Okay, alles klar, nochmal. Also 3 Sekunden. Funktionieren eigentlich. Nee, wenn ich am Anfang schon verkacke, ist das nicht so gut. Außer schaffen wir das ja nicht mal in 40 Minuten, das Tutorial. Weil die ganzen Profi-Sachen tatsächlich etwas anspruchsvoller sind.
kann ich natürlich viel Zeit sparen, indem ich einfach schon vorher mal losschieße. Dann komme ich da nicht gleich auf die Idee. Oh, das war zu weit. Ja, der ist gut. Und gleich schon mal da oben reinschießen. Für den Fall, dass es funktioniert. Ah, das ist zu weit. Naja, es ist gar nicht so leicht, wie es aussieht. Ja, der ist aber dafür schön. So, andere Richtung. Ah, das war der, wo ich eine Sekunde brauche. Okay, nee, da brauche ich definitiv 2 Sekunden. Ja, definitiv. So, hier waren es dann 3, glaube ich. Ne, würde auch mit 2 gehen. So, komm, den letzten. Jetzt muss er nur noch irgendwie da abprallen. Yes! 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 Nice. Oh, wie schön. Na also. Profi Gold. Dim, dim, dim. Sehr schön. Level 12 damit schon. Holy moly. Also, an Belohnungen scheitert es nicht. Wie geil ist eigentlich das da? Ajo. So, zielsuchende Rakete. Oh, die guten alten zielsuchenden Raketen. Das sollte eigentlich nicht so schwer sein. Mal gucken. Was sie da geändert haben. Wie schwer das jetzt ist. Gas Station. Alter, ist ja übelst Fallout. So, wo ist denn der erste? Okay, alles klar. Bewege. Zielen. Gießen. Easy. So, nächstes. Ich sage, da sollten... Oh, what? Okay, alles klar. Er ist ziemlich nah. Jetzt ist sie... Was war das? Ich war's nicht. Ich war's nicht. Oh, schnell, 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 schnell. What? Wie viele denn noch? Oha. Ich muss das 9 Sekunden schneller machen. Ah, ich glaube, selbes Prinzip im Übrigen. Ich sollte dringend rauszoomen. Mal dieses ganze, rumswitchen kostet mich extrem viel Zeit tatsächlich. Wo ist der nächste? Ach, da schon wieder. Naja, das hat mich auch viel Zeit gekostet. Ich glaube, diesmal können wir das ein bisschen besser machen. Ja. Besser, ja. Schöner war es nicht, aber ich glaube... Ah, fuck. Jetzt habe ich mich selber... Jetzt schieße ich mich selber ab. Verklickt ist halt auch Instant Rip. Ja, passt. Was macht... Hallo? Ich habe keine Zeit. Alter, habt ihr das gesehen? Was zum... Das war gemein. Oh nein, jetzt schieße ich mich wieder selber ab. Wie kann ich das stornieren? Stornieren! Ah, okay, das wird nix. Kein Storno an Kasse 9. Ja, da kannst du nichts machen. Okay, du kannst jetzt bitte hier nicht so komisch rumfliegen. Das kostet mich ein bisschen viel Zeit. Merci. Ich hab das eine gerade, hat das gerade geschafft, dass es beides trifft. Klappt das wieder? Ja. Okay, es geht offensichtlich in der Zeit schon. Oh, sogar ziemlich leicht. 32 Sekunden. Das war also 17 Sekunden schneller als gerade in dem Try. Das kann man schon mal machen. Na gut. So, 4 haben wir noch. Naja, gut, dann gibt's halt eine Überlänge-Folge zu Part 1. Wahrscheinlich guckt das Tutorial eh schon keiner mehr, aber hey. Was muss, das muss. Vielleicht gibt's ja auch einen, den interessiert das. So, was? Super scharf. Das super scharf. Es ist das beste Schaf der Welt. Lass mich alles einsammeln. Easy OP. Oh Gott. Nein, lass mich. Lass mich. Nein. Ach, das super scharf ist einfach super, oder? Eine der tollsten Erfindungen neben der heiligen Handgranate. Ja, da komme ich nie wieder raus. Oh, fuck.
Was? Ich bin schon nach an Gold vorbei? Ah, dann muss das das letzte sein. Okay. Ja, ist ja gut. War nicht so gut. Yes, sir. Come on, man. So, ich kann ja hier nochmal Zeit sparen. Oh. Indem ich das hier ein bisschen besser mache, wollte ich sagen. Ihr habt nichts gesehen. Okay. Komm, den kriegen wir jetzt aber noch. Nice. Okay, das war gut. Definitiv. Nein! Oh, verkackt! Ich darf hier nicht sterben. Nein! Oh. Darf hier offensichtlich nicht sterben. Ja, schon mal hier nicht verkackt. Ist schon mal die halbe Miete. Schön wär's. Oh nein, da habe ich jetzt verkackt. Das hat mich viel Zeit gekostet. Ja, es sollte aber reichen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich fang dich ab, ich fang dich ab. Oh Gott. Wow. Das war gerade etwas verwirrend mit der Kamera. Stau. Nice. Boah. Und sogar mit Skill wieder raus. Es geht auch. Muss auch erst so kaputt gehen. Feuerwerk! Arschlägen, hab noch nicht getroffen. Sehr schön. So, drei Ziele haben wir noch. Dann geht's in Part 2 zum Kampagnenmodus, den wir im Übrigen auch live spielen werden. So, Schaf am Seil. Hä, hey, was? Yes, sir. Was bitte für ein Schaf am Seil? What? Seit wann haben denn Schafe Ninja-Seile? What? Wie geil ist das denn? Das ist die falsche Richtung, Schaf. Hallo, Schaf, das ist die falsche Richtung. What? Okay, das ist halt mega sick. Das ist halt mega sick. Oh mein Gott, was da alles für neue Methoden gibt. Oha, Mann. Oh, nice. Nice one. Nein! Ah, verdammt. Oh, Mist, okay. Hier darf man keine Fehler machen, offensichtlich. Ja, Fehler machen bei Bomben. Nein, okay. Es stirbt bei Berührung tatsächlich. Naja, ich denke, ich kriege es immer noch mal angebunden. Wow, das muss man echt ziemlich perfekt machen. Okay. Na, das hat mich wahrscheinlich schon wieder zu viel Zeit gekostet. Oh ja, der ist nice. Okay, eins noch. Ich denke, das ist das letzte. Aber halt auch das Schwierigste. Naja, nee, schaffe ich nicht in Gold. Boah, kann ich natürlich dann gleich abbrechen. Ah, Mist. Okay. Aber ich krieg das raus. Ich krieg das raus. Okay, das war recht gut gerettet, würde ich sagen. Okay, das hat sogar geklappt. Nein! Ah, Mist. Knapp, 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 knapp. Ja, 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 beruhig dich. Ups. Ah, Alter, wie weit. Ah, warte mal, ich habe noch übelst viel Zeit. Sehe gerade, ich habe noch übelst viel Zeit. Ich war wohl gerade gar nicht so übel eigentlich. Ah, zu spät. Das mit dem Ninja-Seil, damals bei irgendeinem Worms PSP-Teil, habe ich eine Zeit lang extremst krass geübt. Da konnte man sich, glaube ich, also ich meine auch eigene Challenges machen. Und da habe ich mir damals tatsächlich aus der Online-Funktion
von Worms auf der PSP immer alle Ninja-Seil-Challenges geschafft, weil ich das übelst skillig finde. Also wenn du mit Ninja-Seil umgehen kannst, hast du einfach Skill. Fertig. Ich hab das sehr gerne gemacht, das war aber halt vor 10 Jahren oder so. Na, was? Oh, er hat's nicht mehr erwischt. Hier, sowas zum Beispiel. Wie ich jetzt da durchgekommen bin, das war halt gerade echt wohl nicht schlecht. Ja, feels bad, man. Ja, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Also da packt mich eh der Ehrgeiz. Also hier ohne Gold rauszugehen, ist halt ein absolutes Unding. Vor allem, weil man ja sieht, dass ich jetzt mit jedem Try auch irgendwie wieder besser werde. Oh, 14 Sekunden für den Spaß gerade, war nicht schlecht. Ah, nicht da hängen bleiben. Ja, meh. Nein! Ah, jetzt wird zu viel losgelassen. Ah, Mist. Nice one. Nice one. Sehr, sehr, sehr fett gerettet. Okay. Gib mir alles. Die Tulpe. Oh, Tulpe. So, heilige Handgranate. Na, das ist aber... Da wir gerade beim Ninja-Seil sind, ich bin dafür, dass wir die heilige Handgranate als großes Tutorial-Finale machen. Warum gibt es eigentlich nichts mit der Banane? Der Banani. Den werfen wir heute noch ein bisschen rum. So, sammeln alle Kisten ein. So, jetzt kommt das normale Profi-Gedöns. Achso, Zeit läuft ja schon. Zeit läuft ja schon. Nice. Ja, komm, lauf, mein Junge. Lauf, mein Junge. Okay. Mal gucken, was auch hier so vom Online-Modus geht. Oh, what? What the fuck? Soll ich da hin? Oh, ich bin ja schon weit an der Zeit vorbei. Naja, man soll das wahrscheinlich auch so machen, dass man eben nicht dauernd aufhört, mit dem Ninja-Seil unterwegs zu sein. Naja, wenigstens kein Bronze noch, aber da müssen wir noch viel verbessern. Aber okay. Was ist denn das? 40 Sekunden? Also ich sag ja, das hier ist einfach nur... Scheiße! Purer Skill. Also wer mit dem Ninja-Seil umgehen kann, der hat meinen vollsten Respekt. Also und damit meine ich nicht nur einmal so kurz mal wohin, sondern halt wirklich sowas in einer schnellen Zeit machen, ist halt einfach mega sick. Okay. Naja. Zweiten Versuch brauche ich halt meistens, aber letztendlich irgendwie kein Problem. So, eine Challenge noch. In dieser 50-minütigen Überlängenfolge. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. So, heilige Handgranate, zerstöre die Ziele. Wo sind die Ziele denn? Oder? Halleluja! Gibt da nichts Schöneres als die heilige Handgranate. Ich werde den Moment nie vergessen, als ich damals zum allerersten Mal die heilige Handgranate gezündet habe. Kam ich nicht klar mit meinem Leben. Und von dem Moment an habe ich Worms geliebt. Das war damals Worms Armageddon tatsächlich. Auf dem N64. Muss man sich mal vorstellen. Oh. Oh, nein, das ist ganz schlecht. Du explodierst nicht in meiner Nähe. Das Ziel ist es eigentlich, die so zu werfen, dass beide explodieren, weil die heilige Handgranate einen übertriebenen Radius haben. Ja, das ist perfekt.
Ja, perfekt. Das reicht nicht. Nee. Okay, ich weiß nicht, ob das nicht... Kostet ein bisschen zu viel Zeit. Naja, auch da... Oh, obwohl? Nice, okay, dann war gut. Wo ist noch was? Wo, wo, wo? Oh, da unten. Ups. Spring! Huch. Das war ja nix. Ja, der ist, glaube ich, perfekt. Ah, der ist natürlich nicht so geil. Ah, crap. Ja, es dauert halt so wahnsinnig lang, weil erst wenn die Handgranate still liegt, quasi, erst dann explodiert sie. Also dann kommt die Animation erst. Ja, aber der ist halt wieder richtig gut. Ach du Scheiße. Ja, okay. Aber hä, nee, irgendwie auch nicht. Na, die Idee war nicht schlecht. Oh, und das war scheiße. Okay, der letzte ist tatsächlich ein bisschen creepy. Oh, der ist aber schön jetzt, oder? Oh, nice. Ja, okay, es waren jetzt alle perfekt. Jetzt muss ich nur noch schauen, dass ich das hinkriege hier. Exzellent! Und dann waren das immer noch nicht alle. Naja, war mir ja schon doch irgendwie denken können, ne? Oh, das war ein bisschen arg stark. Oh nein, es kostet so viel Zeit. Wie gesagt, erst wenn sie ruhig liegt. Ah, Mist. Yeah. Ach, halt. Ich. Oh, nein, 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 das hat ja doch noch geklappt. Ah, verdammt. Ah. Wow, das geht ja noch richtig lang. Das müsste jetzt die perfekte Granate werden. Und das ist sie sogar. Nie Glück. Abschlussparade. Immerhin gibt es ein Achievement. Aber ich kann das letzte jetzt nicht auf Silber lassen. Das wird nicht funktionieren. Dabei war es alles gerade fast perfekt. Ah, siehst du, und der ist es halt nicht. Oh, 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 warte, warte, warte. Okay, never mind. Er war es doch. Er war es doch. Ich sollte mich nicht kleiner machen, als ich bin. Bin ja schon klein genug. Ah. Okay, so. What? No way. War wohl ein Ticken zu fest. So, genau da gehörst du hin. Diesmal hat es nicht geklappt. Okay, auch wenn es ein bisschen viel Zeit kostet. Passt schon. Oh. Nie Glück. Ja, da sollte er hin. Obviously. Hm. Yep, das war's mit dem Wurm. Okay, also die letzte Challenge. Ich habe es mir herausgesucht als letzte Challenge und offensichtlich auch zurecht, denn die ist knackig. Die ist echt knackig. Ja, nee, reicht das noch? Okay, es reicht, sehr gut. So, bitte da so dahinter bleiben, dass beide trifft. Okay. Nice. Als die da oben. Oh, das ist so weit. Ja. Das hat ein bisschen arg viel Zeit Oh, nee. Ah, jetzt war es gerade so gut und dann doch noch verkackt, ey. Nein. Also,
Granaten so werfen ist kein großes Thema, aber dass die heilige Handgranate echt perfekt immer läuft, ist tatsächlich nicht so leicht. Also, da wird mir bestimmt jeder recht geben, der selbst schon mit den heiligen Handgranaten geworfen hat. Das reicht wieder nicht, oder? Oh, doch, nice, 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 nice. Also, oh Mist, jetzt habe ich mich verklickt. Die Range ist schon echt krass von dem Teil. Okay. Ja, die Range ist wirklich krass. Mann, ich wollte jetzt keine Stundenfolge draus machen. Offensichtlich muss ich das tun. Ja, gut, der ist natürlich jetzt verkackt. Problem ist halt, wenn ich einmal verkacke, glaube ich, kann ich es halt neu starten, weil dann ist scheiße einfach. Ja, das reicht, habe ich jetzt mir gemerkt. Jo, der passt auch. Den finde ich einfach mit am schwersten tatsächlich. So, wie kriegen wir dich jetzt da drüben gut hin? Nein! Aber doch wieder zu fest. Und ist der gut? Ich glaube, der geht, ne? Ja, okay, komm, eins noch. Gerade schon die perfekte Handgranate dahin geworfen. Komm schon! Nein! Komm! Das reicht! Explodier, explodier, explodier! Nicht dein Ernst! Oh, es hat immer so gute Range und jetzt hier ist nicht dein Ernst. Are you fucking kidding me? Oh. Oh, wie unnötig. Okay, den habe ich mittlerweile sogar drauf. Oh, wie unnötig, ey. Sonderlich gut war der jetzt leider auch nicht. Nicht runterrollen. Reicht das? Ja, nice. Okay, komm. Der war zu fest, oder? War der gut? Ja, der war perfekt! Na also, Halleluja! Oh, für Spezialtruppe qualifiziert, siehste mal, weil ich komplett in Gold abgeschlossen habe, gibt es ein extra Achievement. Das wollte ich haben, Mann. Geil. Wilder Westen. Fett. Sehr nice. So. Ja, geil. Dann können wir mit der Kampagne quasi starten. Shopasui finde ich schon super. Wir haben eine Menge Zeug wohl freigespielt. Ich stelle euch quasi schon mal unser Team vor. Na, die Wolves, ja. Stehend aus dem Wolf, der Divi, dem Banani, dem Shoshi. Dem Günther, der Elise, dem Soler und dem Yoshi. Die erwarten euch hier im Projekt von Worms WMD. Und ich hoffe, wir sehen uns. Haut rein.